Dareus! War nur eine Frage der Zeit. Lauf zum Dorf. Sofort. Los! Elfidie! Na gut, er hat ja noch einen Vater, ne? Der kann sich um das Kind auch kümmern. Guck mal, das interessiert überhaupt nicht die Athener. Die denken sich so, oh nö. Mehrere Quests, was habe ich denn schon für mehrere Quests angenommen? So meine Familie, die ist noch in Achaia. Ist auf dem Weg. Alles klar, gut. Die denken sich auch, na wann kommt denn Cassandra wieder? Wann kommt sie denn wieder? Elpidie, haltet durch. Elpidie! Elpidie! Wo ist... Hat jemand meinen Sohn gesehen? Ich glaube, hier gibt es niemanden, der die antworten kann, Cassandra. Wo ist meine Martha? Sie lassen sie von... Atabanos, Cassandra, willkommen zu Hause. Orontas? Du bist ein Mitglied des Ordens. Er ist der Orden. Kennen wir Orontas? Amorgas. Ich habe dir vertraut, dir geholfen. Mein Freund, es ist viel zu lange her. Orontas. Wir waren Bewahrer, Amorgas, Helden des Volkes. Das ist Unrecht. Es ist notwendig. Mir macht dies keine Freude. Ich musste dich einfangen, Cassandra. Hinter dir bin ich her. Hinter dir und deiner Blutlinie. Du legst keinen Finger an sie! Cassandra, lauf! Ihr verdammt nochmal auf den Weg! Wer noch? Hä? Kommt schon! Bringt mir eure Knochen! Du musst anonym sein. Okay, das kriegen wir doch hoffentlich hin, oder? Oder warten wir jetzt einfach, bis wir anonym sind. Ja, ich weiß, ich muss anonym sein. Oh. Hallo. Okay, jetzt fragt es sich erst einmal. Gut. Schnell! Bringt Elpidios weg! Wir gehen zusammen. Nein. Ich sorge dafür, dass euch der Orden nicht einholt. Es sind zu viele. Du musst das nicht tun. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Denkt an euer Kind. Ich liebe dich, Natakas. Vater, komm zurück zu mir. Beschütze sie. Versprich es mir.
versprochen. Ihr überlebt einen Angriff auf mein Zuhause? Ich werde euch alle umbringen! Ah, okay. Den habe ich wenigstens noch. Bitte was? Wenn ich schon sterben muss, dann kommst du mit mir! Also das geht ja auch, stimmt. Zeig mal, was du kannst. Oder war's das schon? Das war's noch nicht, warte. Boah, wollt ihr mich verarschen? Ja, würde ich schon sagen. Ja, bleib, komm mal her. Stirb, Abschaum. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtiger, weil wir sind ja wirklich hier sehr spärlich bekleidet unterwegs. Es nervt mich schon ein kleines bisschen, dass ich Niemand greift meine Familie an! Psst, ich würde noch lauter schreien, Cassandra. An deiner Stelle. Okay, ist ja egal, oder? Warte mal. Ah! Ach, den muss ich wahrscheinlich töten, oder? Wenn sie sagt, keiner. Oh. Elpidie, haltet durch! Na, zum Glück habe ich das noch gesehen, ne? Aber rennt trotzdem nicht schneller, ne? Obwohl das Leben ihres Kindes und ihres Mannes auf dem Spiel steht. Cassandra, schnell! Steig in das Boot, schnell! Vater, komm zurück zu uns. Ugh!
die Adlerfrau! Und das Kind! Ihr seid zu spät. Hinter mir seid ihr her. Nun, hier bin ich. Im Ernst? Die Unsterblichen. Gottes Willen. Warum muss ich denn jetzt hier mit meinen bloßen Fäusten kämpfen? Ach, Leute. Das ist gerade echt dezent nervig, ne? Das fühle ich gerade überhaupt gar nicht. Nämlich gerade wie. Oh nein, 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 nein. Oh, es ist nervig. Ich hasse. So, warte mal. Warte mal. Das kann ich nicht aus. Dingsen, was kann ich hier machen? Ach, ein Drachmann, danke dafür. Schön. Fuck, 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 fuck. Pauline, seine Nase läuft gerade. Das ist gerade sehr uncool in diesem Kampf. Deswegen, wenn da ein paar Cutte zu finden sind, dann liegt es daran. Guck mal, wie viel Schaden ich mache. Ich muss eigentlich
Schieß deine Salve! Ist es jetzt dein Ernst? Was ist denn das für ein Müll? Was für ein Müll! Da habe ich irgendwo verpasst, meine Ausrüstung zu nehmen. Warte mal, ich habe eine Idee. Moment, Fähigkeiten, das Schild. Nur um zu gucken, ob das funktioniert. Warte, geht das? Natürlich nicht. Oh, was ist denn los? Das hatte ich ja gar nicht mehr in Erinnerung, dass es so ein Abfuck war. Wieder einfach nur so ein typisches komm, lass mal dieses DLC unnötig länger werden. Guck mal, der Dingesbummel ist auch größer, der Radius. Ich glaube, wir hatten bis zur Hälfte, oder? Ungefähr. Oder wahrscheinlich ob man eine gute Skillung hat. Das ist so unfair, ne? Man ist fertig mit seinem Hochleistungsangriff und dann... Das Gute ist nur, der ist so schwerfällig. Oh, warum er hat es hier auch nicht... Oh, also wenn ich jetzt hier sterbe, mache ich es auf normal. Wirklich, nee, gar keinen Bock dafür. Darauf. Das Problem ist, bei dem Bogen Cassandra ist manchmal ein bisschen sehr langsam, wenn ich ausweichen will. Ich will jetzt nicht nochmal gegen die anderen kämpfen. Natürlich gerade überhaupt nicht. Pfeile! Wir müssen meine Halbkort-Rüstung. Sind. Nee. Nein! Ach. Wir sind so zweit. Alter, wollt ihr mich verarschen? Nee. Ich glaube, der wird mir mehr Probleme bereiten. Pfeile!
fuck, fuck. Ah! Och nee. Oh nein. Mm-mm. Ich denke, wir müssen noch einmal machen. Zumindest bei dem einen hier. Krieg mal das hin, alter Falter. Ich mache daraus eine Folge. Zwei Folgen meine ich, weil ich glaube, das ist sonst. Das habe ich überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt hier nochmal so eine wundervolle Situation wäre. Der ist schon mal weg, oder? Oh fuck. Oh nein. Ah! Ah, ich bin so. Ah! Ich mach's auf normal. Wirklich. Nee. Das macht man nicht nochmal auf Albtraum. Nee. Nee, das dauert zu lange. Das dauert mir zu lange, ganz ehrlich. Nee. Ah, ah. Ganz leicht. Ich mach jetzt ganz leicht. Nee, sorry, aber das fühle ich gerade gar nicht. Haben wir eine halbe Stunde für sowas? Ach, ich bin jetzt hier. Ach, nee. Mm-mm.
aber das ja, ich hab gedacht, ich hab mir's eingebildet, aber ja, das war. Wie ich die anderen am Anfang umgenietet habe. Guck mal, ich mache genauso viel Schaden wie auf Albtraum. Warte mal. Oder sag mir nicht, ich habe da was aufgenommen gehabt schon. Oh nee. Wie? Oh, sag mir jetzt nicht, ich konnte mich die ganze Zeit ausrüsten. Sag mir das nicht. Oh Gott, nee. Ich habe das... Habe ich das über... Never mind. Dann hätten wir auch auf, jetzt aber auf, unbewaffnet durchgezogen, ne? So, Nummer 1 hätten wir jetzt gleich. Ich glaube jetzt, oder? Ja, jetzt kommt der andere. Feuer! Oh, verdammt. Ups. Oh, hä? Was war das denn jetzt schon wieder, Cassandra? Ich könnte schon wieder heulen, ne? Aber wie gesagt... Geht es eigentlich nur darum, jetzt nicht so viel Zeit zu verschwenden. Nochmal. Ich habe den ganzen Tag Zeit, ich muss mein Kind retten. Boah, da wollt ihr mich verarschen. Wollt ihr mich verarschen? Wisst ihr was, Kollege? Ich geb dir kleine Pfeile. Pfeile in den Arsch. Wirklich. Ich glaube, er mag Feuer. Ich renne wieder auf Albtraum natürlich um. Wenn wir hier fertig sind in der guten Stube. Oh Gott, ja.
Nummer 1 habe ich mal weg. Geschafft. Amorgis, hast du ihn gesehen? Nein. Der Strand. Die Musik. Schön. Nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Elpidie! Ach so, Moment. Zion? Oh, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, dann hätten wir natürlich ohne Probleme. Also, was heißt ohne Probleme? Wahrscheinlich schon mit ein paar Problemen. Aber dann wäre es wesentlich einfacher gewesen. Na? Die beiden Bitte Unsterblichen zu eliminieren. Elpidia! Elpidia! Nein. Nein. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf den Schirm. Ich bin hier. Bitte. Bitte nicht. Bitte. Lass mich nicht zurück. Öffne deine Augen. Bitte. Mach auf. Du hast versprochen, sie zu beschützen. Du hast versprochen, dass ihnen nichts passiert. Es ist meine Schuld. Ich hätte hier bleiben sollen. Ich hätte bei ihnen sein müssen. Es ist meine Schuld. Meine Schuld. Dieses Leben. Wir sollten für unsere Vergangenheit zahlen, für unsere Fehler, aber nicht unsere Kinder. Keine Spur von Elpidios. Aber er lebt noch, Dareios. Ich weiß es. Wenn der Orden ihn hat, können wir ihn finden. Du hast schon mal geliebte Menschen verloren. Wie? Wie hast du das überlebt? Wer sagt, dass ich überlebt habe? Werde ich nie vergessen, Tagas. Ich habe das wirklich ohne Mist, ich habe das komplett verdrängt, dass er stirbt. Das war für mich jetzt gerade auch wieder wie... Vor allen Dingen, da... Also,
Cassandra war ja glücklich, auch wenn ich es nicht wirklich gefühlt habe, diese Verbindung zwischen den beiden, aber sie war glücklich. Ne? Hat sich das Leben, was ich natürlich in den Dialogoptionen für sie gewählt habe, bekommen, was sie sich erhofft hat. Und es wurde ihr einfach wieder genommen. Durch einen Orden, durch jemanden, der fanatisch einfach seine Ziele versucht zu erreichen und nicht über Leichen geht. Hätte er mal nicht das Geschenk seiner Mutter weggeschmissen. Ich meine, es ist zwar nur Aberglaube, aber bei Ubisoft ja, ne, ist ja alles ein bisschen magisch und da wird für jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Deswegen wirft keine Amulette oder irgendwelche Geschenke von ihren Urgroßvätern oder Müttern oder Großmütter, Müttern und Väter weg oder von euren Eltern. Aber ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das tut mir so unendlich leid. Ich kann Cassandra echt nicht weinen sehen. Ich hatte ja schon bei dem Wiedersehen mit unserer Mutter Gänsehaut, weil mich das irgendwie so ergriffen hat. Und jetzt, auch wenn ich ja Takas nicht richtig gefühlt habe, ne? Oder beziehungsweise hätte ich es wahrscheinlich, wenn man das besser geschrieben hätte, hätte ich es fühlen können. Sagen wir es mal so. Und jetzt ist er einfach tot. Das finde ich so, weiß nicht. Ubisoft, ich hasse euch. Wirklich, ich hasse euch. Man kann Cassandra wenigstens dieses eine Leben, nachdem sie schon den Kult des Kosmos niedergestreckt hat, ihre Familie wieder vereint hat, dann hätte man ihr wenigstens das gönnen können, ne? Obwohl man ja auch nicht wusste, ob sie ihre Familie jemals wiedersehen wird. Ich danke dir für alles. Jeden wunderbaren, schmerzhaften und schönen Moment. Für jeden Moment, den ich bei dir war. Ich liebe dich, Natakas. Ich finde unseren Sohn. Ich bringe ihn zurück. Vertrau mir. Aber um ehrlich zu sein, ich hätte mich hier nicht hier niedergelassen. Ich hätte einen anderen Ort gewählt, weil der Orden war ja schon hier. Cassandra. Bei den Göttern. Es tut mir leid. Das ist das Werk des Ordens. Die Waffen, die sie mitbrachten, würden selbst Ares beeindrucken. Es gibt nur einen Ort in der griechischen Welt, an dem so etwas hergestellt wird. Messenien. Dann lass auch Messenien segeln. Meinetwegen. Wenn der Orden in Messenien ist, dann gehe ich dorthin. Ubisoft präsentiert. Das Vermächtnis der ersten Klinge, Episode 3, Blutlinie. Schön. Das endlose Brüllen. Weil, wie schön das hier war. Es liegt ein Tag was hier. Ich reiste um die Welt. Von einem Ende zum anderen. Aber Natakas, ich traf niemanden wie dich. Ach, schön. Die Unsterblichen. Das ist toll. Ach, der ganze Spaß wieder von vorne. Warte mal, was haben wir hier? Die kennen wir schon. Für jede Seele, die in Frieden lebt, mussten andere sterben. Das ist der einzige Weg. Amorgas Erstoßzahn von Persien. Als ich Amorgas wegen des Schicksals von
Ataxerxes gegen seinen Freund Darius wendete, war er sich absolut sicher. Bei dem ersten Tod, den er befahl, war es fast ebenso. Dann folgte der nächste und der nächste. Die folgenden Jahre waren so befleckt mit notwendigen Toten, dass er sich nicht länger an alles erinnerte. Am Ende nun hatte die Gewissheit ihn verlassen. Der Frieden war vielleicht gewahrt, doch Amorges war verloren und so müde, als dass es ihn kümmerte. Ach Mensch, Cassandra. Oh, es tut mir trotzdem, es tut mir für sie halt extrem leid, ne? Hier schon so viele Personen verloren, die ihr wichtig waren, und jetzt wird einfach diese Wunde wieder aufgerissen. Und sie wird auch noch einmal bestärkt, dass ein Leben als Söldner, beziehungsweise als die Person, die sie ist, die sie unfreiwillig ist, weil sie hat sich ja nie dafür entschlossen, dass sie das Blut der ersten Zivilisation in sich trägt, dass sie nie mit dieser Tatsache ein ruhiges, einfaches Leben führen kann. Und ich muss sagen, in der nächsten Folge werden wir uns auch Messenien begeben. Das wird wieder richtig lustig werden. Wo müssen wir denn hin? Wir haben auch noch die Arena, fällt mir gerade ein. Ach nee, Messenien war ja hier. Stimmt, das war ja hier. Genau, ne? Das sah ja schon sehr traurig aus, ne? Jetzt wissen wir auch, warum es so traurig aussah. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns... Gut, wir haben uns das ja schon angeguckt, das Fleckchen Erde. Aber dann werden wir die Episode 3 der Blutlinie des Vermächtnisses anschauen. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange diese gehen wird. Ob das nochmal genau die gleiche Länge werden wird wie Episode 1 und Episode 2. Oder ob diese ein bisschen kürzer gehalten wird. Weil, um ehrlich zu sein... Ich kenne nur noch den Epilog von dem DLC, aber nicht mehr genau, was jetzt hier kam. Und ich wusste natürlich auch, dass wir mit Atakas ein Kind bekommen, aber dass er zum Beispiel stirbt, ist mir komplett entfallen. Und was jetzt als nächstes kommt, wird für mich mehr oder weniger auch wieder blind sein, weil ich auch nicht weiß genau, was uns hier erwarten wird. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge trotzdem gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.